Hallo zu diesem neuen Video. Heute dreht sich alles um nahtlose Videoschnitte und unsichtbare Übergänge zwischen den einzelnen Szenen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf coole Schnitttechniken, wo ihr von einem Schnitt zum nächsten das Ganze quasi unsichtbar überschneidet, sondern es geht auch darum, um das Vortreiben der Handlung, sodass also der Zuschauer so eine Art roten Faden durch den ganzen Film bekommt und nicht irgendwann an einer Szene denkt plötzlich, hoppla, was ist denn jetzt nun los? Deswegen, also das ist ganz wichtig, dass euer Film so einen Flow enthält. Und ich zeige euch jetzt mal 10 Tipps und Tricks, worauf ihr da alles achten müsst. Im Vorfeld eurer Produktion gilt es schon einiges zu beachten, nämlich nehmt so viel Material auf wie möglich und vor allem fangt eure Szenen schon ein paar Sekunden eher an aufzuzeichnen. Und nach Abschluss der Szene lasst eure Kamera noch ein Stück weiterlaufen. Da habt ihr einfach noch ein bisschen Futter, wo ihr dann die Übergänge entsprechend platzieren könnt. Der Videodreh bei jeder Produktion ist natürlich eine Sache, aber die Postproduktion nimmt ungleich viel mehr Zeit in Anspruch. Wichtig ist es natürlich, die Schnitte so sanft und unauffällig wie möglich zu machen. Dazu gehört natürlich auch Punkt 1, dass man Bewegungen fortführt. Wenn zum Beispiel eine Person durch einen Wald läuft und in einer Totalen mit dem linken Bein auftritt, sollte es natürlich bei einer Halbtotalen dann auch das rechte Bein sein, was dann folgt. Das wird echt oft vergessen und ja, es ist so im Unterbewusstsein so ein bisschen störend. Deswegen achtet darauf, wenn Personen Bewegungen machen, zum Beispiel beim Gewichtheben, wenn eine Person in der Totalen auf einer Hantelbank das Gewicht nach oben stemmt, dann sollte es natürlich in der Nahaufnahme entsprechend dann auch oben sein und nicht wieder von unten nach oben dann gedrückt werden. Achtet auf jeden Fall darauf, dass Bewegungen von einer Szene zur nächsten Szene fortgeführt werden. Punkt Nummer 2. Nicht nur die Bewegung eurer Darsteller sollen fortgeführt werden, sondern auch die Kamerabewegung. Das heißt, wenn ihr von links nach rechts filmt in einer Szene, sollte es in der nächsten Szene optimalerweise mit der gleichen Kamerabewegung weitergehen. Nicht nur eine Szene von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links, dann ist der Zuschauer ein bisschen verwirrt und das Auge kann sich nicht so schnell darauf einstellen. Klar, funktioniert auch, aber das ist dann nicht so ein flüssiger Schnitt, den man optimalerweise gar nicht bemerkt. Deswegen führt nicht nur die Bewegung eurer Darsteller weiter, sondern auch die Kamerabewegung von einer Szene zur nächsten Szene. Punkt Nummer 3. Da sind wir bei fließenden Übergängen. Es gibt verschiedene Techniken, um von einer Szene zur nächsten zu schneiden. Die bekannteste Technik ist wohl der sogenannte Whip, die Peitsche. Damit bewegt man quasi die Kamera erst langsam mit dem Darsteller zum Beispiel und zieht sie dann nach rechts oder nach links weg. Und die nächste Szene beginnt genau umgekehrt. Das heißt, man schwenkt schnell ins Bild und macht dann langsam die Bewegung weiter. Somit kann man fließende Bewegung von einer Szene zur nächsten machen. Also eine ganz einfache Technik, wird sehr oft und sehr gerne benutzt. Beim WIP-Übergang müsst ihr natürlich so ein bisschen im Vorfeld planen. Das heißt, ihr müsst diesen Shot schon bei der Aufnahme, müsst ihr diesen Schnitt schon im Kopf haben, weil sonst fehlt euch ja das Bildmaterial. Außerdem achtet darauf, dass ihr die Shutter Speed entsprechend richtig einstellt, damit es nachher keine abgehackte Bewegung gibt. Man sagt ja immer, die Shutter Speed ist die doppelte Frame Rate. Sprich, wenn ihr mit einer 25stel filmt, setzt ihr die Shutter Speed auf eine 50stel, wenn ihr mit 50 Bildern die Sekunde filmt, dann auf eine 100stel. So habt ihr eine flüssige Bewegung im Bild und das macht diesen Übergang noch smoother. Ihr könnt diesen Effekt noch ein bisschen optimieren, indem ihr eine Speed Ramp einbaut am Ende des ersten Shots und zu Beginn des zweiten Shots, sodass es dann zum Schluss des ersten Shots noch mal ein bisschen schneller wird und entsprechend auch noch mal schneller im zweiten Shot beginnt. So ist der Übergang dann noch fließender. Das ist auf jeden Fall möglich in ganz normalen Schnittprogrammen wie Final Cut oder Premiere oder auch DaVinci Resolve. Und das macht diesen Übergang noch mal ein bisschen fließender. Habt ihr dann doch mal die Shutter Speed falsch eingestellt, könnt ihr das Ganze noch ein bisschen weich zeichnen. Da gibt es so diverse Plugins, um noch so ein bisschen mehr Motion Blur zu erzeugen. Aber das habe ich schon in anderen Tutorials erwähnt und das würde jetzt hier ein bisschen zu weit gehen. Der nächste Übergang ist der Fill the Frame Übergang. Da könnt ihr zum Beispiel eure Kamera in einem dunklen oder in einem hellen Bereich einfach enden lassen und die nächste Szene genau in diesem Bereich wieder beginnen. Zum Beispiel vor einem schwarzen Vorhang oder vor einem Baum oder eben direkt in die Sonne gefilmt. Das sind dann so die Schnittpunkte, wo ihr wunderbar wieder zu einer nächsten Szene überspringen könnt, die eben auch erst im Hellen beginnt und dann zum Beispiel wieder dunkler wird oder umgekehrt. Optimalerweise könnt ihr auch noch so Lens-Flares einbauen, so Lichteffekte, so Blitze. Da würde ich dann so ein bisschen vorsichtig mit rangehen, je nachdem natürlich, welches Video ihr dreht. Wenn ihr ein Aftermovie dreht und irgendwie ein Event-Video, da ist sowas natürlich schon eher gefragt, solche Übergänge à la Sam Calder. Aber ich denke mal so in so ein bisschen, wenn ihr so im Bereich Kurzfilm geht oder auch Hochzeitsvideo oder so, würde ich das, glaube ich, nicht so überstrapazieren. Das Schöne ist ja, wenn ihr mit doppelter Bildrate gefilmt habt, dann könnt ihr noch eine Zeitlupe einbauen und das Ganze
Ganze einfach ein bisschen verlangsamen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt die erste Szene ist sehr schnell gefilmt, die Bewegung, und die zweite fängt ein bisschen langsamer an, dann könnt ihr optimalerweise die Geschwindigkeit dann anpassen. Deswegen filmt auf jeden Fall immer mit der doppelten Bildrate. Das waren jetzt nur so zwei der Übergangstechniken. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr wie Masking oder Smooth Zoom. Das ist noch was für ein weiteres Tutorial, was ich in Zukunft noch sicherlich machen werde. Aber für dieses Video, denke ich mal, sollte das reichen. Nächster Punkt, die Musik. Die Musik bringt den Flow in den Film. Mit Musik meine ich jetzt nicht nur die Filmmusik eures Videos, die natürlich das Ganze, die ganze Handlung so ein bisschen vorantreibt und so eine Einheit bildet zwischen den einzelnen Szenen, sondern ich meine auch so Transition Sounds, zum Beispiel so Wusches oder irgendwelche Geräusche, die von einer Szene zur nächsten überleiten. Auf geht's nach Münster, ab die Post. Zum Beispiel auch eine wichtige Geschichte, das Audio von der einen Szene ruhig noch ein bisschen länger spielen lassen in die nächste Szene oder mit der Audioaufnahme der zweiten Szene schon am Ende der ersten anfangen. So könnt ihr noch die Szenen enger verknüpfen und das Ganze wirkt noch mehr wie eine Einheit. Zum Beispiel hier mal ein Übergang ohne diesen Wusch-Sound. Und die gleiche Szene jetzt noch mal mit dem Wusch. Wirkt stimmiger, oder? Wenn ihr eure Musik mit einem Beat hinterlegt oder einer Titelmusik, achtet darauf, dass ihr die Schnitte auch auf den Beat setzt. Das ist auch noch wieder so eine Geschichte, gerade auch bei Musikvideos sowieso, aber auch bei Eventvideos oder Aftermovies oder auch Imagevideos ist es optimal, wenn ihr wirklich so die einzelnen Takte nutzt für eure Schnitte, weil das treibt die Handlung dann doch noch ein bisschen voran. Nächster Punkt. Thema Dialoge oder Interviewsituationen. Achtet auf die 180-Grad-Regel. Sprich, die Kamera sollte sich immer nur in einem 180-Grad-Bereich auf einer Seite der Gesprächspartner befinden oder der entsprechenden Darsteller, die eine Dialogszene in einem Film führen. Das verwirrt nicht den Zuschauer, wenn plötzlich mal die Kamera von der einen zur anderen Seite schwenkt und somit weiß man, aha, ich rede jetzt mit einem, der genau vor mir steht und nicht vielleicht irgendwo ganz woanders. Und das wirkt einfach noch stimmiger. Hier mal eine Szene, wo wir die 180-Grad-Regel beachtet haben, wo wir uns quasi also nur auf einer Seite dieser beiden Darsteller befunden haben und ja mal über die eine Schulter des einen Darstellers filmen, dann mal so ein bisschen seitlich beide Darsteller filmen und dann auch wieder über die Schulter des anderen. Das sieht stimmiger aus, man weiß, die zwei sprechen miteinander, die stehen gegenüber und das wirkt auf jeden Fall besser, als wenn man dann die Richtung wechselt. Regeln sind natürlich da, um sie zu brechen. Das heißt, in gewissen Situationen könnt ihr natürlich auch mal diese 180-Grad-Regel einfach über Bord werfen. Das müsst ihr einfach ausprobieren und ihr müsst euren Film im Schnitt einfach auch mal wirken lassen. Gebt eurem Film auch Zeit. Wenn ihr nicht ganz zufrieden seid, dann brecht doch erstmal ab, schlaft eine Nacht drüber und schaut euch das ganze Material am nächsten Tag nochmal an. Im Zweifel wirkt das dann schon wieder ganz anders, ihr habt ganz andere Ideen und dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. Optimalerweise zeigt euer Bildmaterial auch gerne Freunden und Bekannten, wobei Freunde und Bekannte sagen immer schnell, jo, sieht cool aus, kennt ihr? Ne, also vielleicht kritische Personen, die euch nicht ganz so nahe stehen, das wäre auch nochmal so eine Geschichte, die haben auf jeden Fall dann vielleicht mal so den kritischen Blick so ein bisschen und sagen, nee, das ist komisch oder ja, da würde ich noch ein bisschen was anderes machen. Aber ansonsten hilft wirklich, schlaft mal eine Nacht drüber, am nächsten Tag sieht das Ganze schon wieder anders aus und ihr könnt dann flüssiger weiterschneiden. Nächster Punkt, Cutting on Action. Es gibt die verschiedensten Schnitttechniken, aber Cutting on Action ist so eigentlich auch aus Hollywood-Filmen so die bekannteste. Das heißt, die Kamera ist immer genau da, wo die Action ist. Ein Ranger schaut zum Beispiel auf einen Alien-Tracker und dann wird dieser Tracker in Großaufnahme gezeigt. Ja, also immer genau da, wo die Action ist, ist die Kamera. Verdammt nochmal! Hey! Zum Beispiel Hochzeitsvideo. Der Bräutigam holt den Ring auf. Das heißt erstmal der Close-up auf das Gesicht des Bräutigams, dann wie er das Schächtelchen mit dem Ring öffnet und dann kommt die Reaktion der Braut. Das Leuchten in den Augen optimalerweise. Und ja, dann vielleicht noch wieder im Gegenzug, was der Gesichtsausdruck des Bräutigams, der dann halt zufrieden lächelt und sagt oder sich denkt, ja, ich habe alles richtig gemacht. Oder auch bei einer Action-Szene. Jemand zückt die Waffe, das heißt, man sieht erst vielleicht das grimmige Gesicht des Darstellers, dann sieht man die Waffe in Nahaufnahme, dann drückt er ab und dann
Ja, was passiert dann? Wo schießt er hin? In der Regel trifft er jemanden, jemand fällt getroffen zu Boden oder flüchtet sich hinter eine Deckung. Also immer diese Geschichte, was erwartet der Zuschauer als nächstes? Eine Kampfszene oder ein Sprung ins Wasser. Erste ist die totale, wie er Anlauf nimmt und dann in der zweiten Close-up, wie er dann auf dem Wasser auftrifft und dann mit einem Splash ins Wasser springt. Also solche Geschichten, also immer so ein bisschen so die Reaktion nach der Aktion. Deswegen Cutting on Action, was ist als nächstes dran? Was passiert mit dem Gegenstand, den man gerade irgendwo hingeworfen hat oder was weiß ich, eine Axt, die man im Wald wirft und als nächstes dann trifft sie dann auf den Baum. Das ist das, was der Zuschauer erwartet. Er will, wenn irgendwie eine Aktion passiert, sehen, was ist dann die Reaktion. Deswegen Cutting on Action. Auch hier gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die aber auch diesen Rahmen dieses Videos sprengen würden. Nächster ganz wichtiger Punkt. Die Outfits der Darsteller oder auch die Set-Location, dass die von einer Szene zur nächsten übereinstimmt. Nicht der Darsteller hat in einer Szene die Jacke an oder in der zweiten im Übergang hat er sie plötzlich über die Schulter hängen. Sieht störend aus. Ja, oder auch bei eurer Location. Mal steht, ich sag mal, ein grüner Lieferwagen vor der Tür und in der totalen oder in der halbtotalen plötzlich ist der Wagen wieder verschwunden. Das muss so ein Flow geben, das muss stimmig sein. Beim professionellen Film gibt es da extra Leute dafür, die die eine Szene zur nächsten dann überprüft. Es gibt so in der Regel ist es ja so, am Ende eines Drehtags werden nochmal Fotos gemacht, der Darsteller, damit man weiß, aha, an dieser Szene hat man geendet und es muss dann genauso weitergehen. Wenn zum Beispiel einer, ich sag mal, eine Schramme hat mit einem Blutfleck, dann sollte der am nächsten Tag natürlich genauso aussehen, wenn es weitergeht mit dem Dreh und nicht plötzlich an einer ganz anderen Stelle sitzen. Und dafür gibt es, wie gesagt, beim professionellen Film extra Leute, die sowas machen, die halt jeden Abend die Fotos machen von den einzelnen Darstellern, um das dann Ganze fortzuführen. Das habt ihr natürlich in der Regel nicht, diese Möglichkeiten, aber ihr solltet auf so einfache Sachen achten. Ich denke mal, das ist kein Thema. Wie gesagt, dieses Thema Jacke an, Auto irgendwo vorstehen oder dann plötzlich wieder woanders oder ein Garagentor ist plötzlich offen oder dann mal zu. So Kleinigkeiten, aber wenn ihr darauf achtet, dann wirkt das einfach noch ein bisschen stimmiger und der Zuschauer denkt sich nicht plötzlich so, huch, wieso hat er denn jetzt plötzlich die Jacke aus oder so. Generell sollte euer Film natürlich einen roten Faden haben. Man fängt ja in der Regel eine Szene mit einem Establishing Shot an und geht dann mehr ins Detail. Man sollte auf keinen Fall von einer totalen zur nächsten totalen wechseln. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die nicht so stimmig ist. Also in der Regel, ich sag mal zum Beispiel, man ist jetzt im Wald unterwegs, man hat einmal irgendwie viele Bäume und sucht man sich so einzelne Bäume raus, eventuell zeigt man auch noch ein paar Blätter und dahinter kommt dann irgendwie der Darsteller hervorgekrochen. Das sind so die Geschichten. Deswegen filmt auf jeden Fall an euren Locations auch noch so ein paar Detailbilder, die ihr dann einstreuen kann. Wie zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ihr filmt am Strand, dann filmt vielleicht nochmal eine Sandburg oder irgendwie einen Drachen, der irgendwo fliegt oder ein bisschen das Dünengras. Dann weiß der Zuschauer, aha, ich bin jetzt hier am Strand. Ne? Man zeigt da so als erstes so ein Establishing Shot und dann halt ein paar Detailaufnahmen, bevor dann die eigentliche Action losgeht. Das führt den Zuschauer so ein bisschen zur Szene hin und überfordert ihn nicht, wenn plötzlich so irgendwie, ich sag mal, vom Strand jetzt plötzlich irgendwie ins Hochhaus gesprungen wird, wo dann die nächste Szene im Haus dann stattfindet. In der Regel zeigt man ja erst irgendwie dann bei diesem Haus zum Beispiel jetzt erst die Häuserfassade und dann erst das Interieur, sodass der Zuschauer sich so langsam zurechtfinden kann. Und deswegen versucht so einen roten Faden in euren Film einzuspinnen und immer wenn so Szenenwechsel anstehen, überlegt euch, womit könnt ihr den Betrachter am besten so von einer Szene zur nächsten führen. Das bringt auf jeden Fall so ein bisschen noch mehr den Flow in euren Film und ja, es sind immer so unterbewusste Geschichten, aber ja, die bringen halt den Flow rein. Versucht bei euren Übergängen auch so auf die Bildstimmung zu achten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel so eine Szene so ein bisschen in so einem rötlichen Ton habt, dass die nächste Szene nicht plötzlich irgendwie so eine blaue Stimmung hat, sondern dass das farblich auch zusammenpasst. Oder dass einfach auch so ja, die ganzen geometrischen Formen oder die Linienführung so ein bisschen übereinstimmen von einem zum anderen Shot. In der Regel zentriert sich das Auge des Betrachters ja immer auf das Gesicht des Darstellers im Bild oder auf den hellsten Bereich im Bild. Und genau an dieser Stelle solltet ihr so dann auch den Übergang einfügen. Das heißt, das nächste Objekt, was dann zu sehen ist oder der nächste Darsteller, sollte so ähnlich in diesem Bereich dann auch wieder zu finden sein. Ne? Also ich sitze jetzt zum Beispiel jetzt hier links im Bild. Das heißt, wenn wir jetzt einen Übergang machen, sollte zum Beispiel auf ein Produkt, dass das genau auch so an dieser Stelle dann eingeblendet wird, weil das Auge des Betrachters ist jetzt hier genau im linken Bereich bei mir und nicht jetzt dort. Zum Beispiel auch, wenn ich eine Gegenlichtaufnahme mache zur Sonne hin, dann konzentriert man sich ja automatisch auf diesen hellsten Punkt, sprich die Sonne. Und wenn ich den Übergangseffekt dann mache, sollte auch genau an der Stelle dann das nächste spannende Objekt dann zu sehen sein oder der Darsteller oder das, worauf ich dann die Blicke des Zuschauers richten möchte. Ihr dürft natürlich auch harte Schnitte machen. Im Zweifel ist das ja sogar auch ein Effekt, wo ihr dann den Zuschauer sagen wollt, so hey,
achte darauf und jetzt wow, der Wusch-Effekt und irgendwie Epic-Drama. Nur dann tut euch selbst den Gefallen, lasst diesen Shot auch so ein bisschen wirken. Also nicht einfach eben schnell schneiden und dann geht es irgendwie weiter und der Zuschauer denkt wieder, hoppla, was war das? Sondern schaut selber euch diesen Shot, diesen Wechsel an und überlegt euch, wie viel Zeit braucht der Zuschauer, um diesen Shot wirken zu lassen, sodass er erkennt, ja, wow, oder ja, das ist jetzt aber richtig klasse und irgendwie auch cool. Also deswegen schaut einfach, wie viel Zeit der Zuschauer braucht, betrachtet selber diesen Shot und lasst den halt ein bisschen stehen. Im Zweifel diese Szene dann wirklich ein bisschen länger als die Schnitte, die ihr vorher gemacht habt. Natürlich dürft ihr die Regeln brechen. Das sind ja nur so Anhaltspunkte, aber man muss natürlich die Regeln kennen, um sie zu brechen. Natürlich könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen rumexperimentieren mit den wildesten Schnitten, aber mein Tipp, übertreibt es nicht. Weniger ist mehr. Und man sieht ja auch selten in Hollywood-Produktionen, dass da so irgendwelche Schnitttechniken mit irgendwelchen spektakulären Übergängen angewandt werden. Warum nicht? Ja, weil es zeitlose Klassiker sind und weil sie auch noch in 10 Jahren wirken. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein After-Movie oder ein Event-Video dreht, ist das was anderes. Musikvideo sowieso, da sind schnelle und kreative Schnitte gefragt, à la Sam Colder, das muss dann fetzen und irgendwie, da muss immer der Wow-Effekt mit drin sein. Aber ihr müsst euch im Vorfeld fragen, braucht mein Video diesen Effekt oder worauf lege ich überhaupt den Fokus? Deswegen macht euch ein paar Gedanken im Vorfeld eures Drehs, nehmt genug Bildmaterial auf, setzt so die ein oder andere Schnitttechnik um und dann habt ihr richtig cooles Bildmaterial. Und das Schönste ist, ihr braucht euch für diese Sachen nicht mal teures Equipment zusätzlich kaufen. Ihr könnt einfach mit dem filmen, was ihr habt, egal ob es jetzt eine teure Videocam ist oder euer Smartphone. Deswegen geht raus und shootet. Ich sage schön, dass ihr wieder dabei wart. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, gebt mir vielleicht ein Like. Ein Abo würde mich natürlich auch freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei euer Rainer. Ciao.